Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner Live. Die Umfrage der Woche. Schönen guten Abend, willkommen bei Fellner Live. Willkommen zu unserer Umfrage der Woche. Die Lazarsfeld-Gesellschaft führt jede Woche eine brandaktuelle Umfrage zu den politischen Themen durch. 2000 Befragte, und diese Umfrage ist besonders spannend in dieser Woche. Dazu gleich mehr. Nicht nur in den USA gab es ein Wahlbeben, auch hier im Studio wird es gleich ein Umfragebeben geben. Und das werden wir analysieren, wie jede Woche, mit dem Präsidenten der Lazarsfeld-Gesellschaft und Market-Geschäftsführer Professor Werner Beutelmeier. Schönen guten Abend nach Linz. Ja, guten Abend. Und Karl Popper hat bei der Verleihung der Ehrendoktorwürde in Salzburg einmal gesagt, Zukunft ist Abenteuer. Und das politische Abenteuer ist groß, und zwar auf der Weltbühne, aber auch auf der österreichischen Bühne. Und wir werden sehen, dass sich Unglaubliches zugetragen hat wieder in Österreich, dass also einiges in Bewegung ist. Also gar nicht so stabil, wie man meinen könnte. Und wir werden uns diese Veränderungsdynamiken jetzt sehr genau anschauen. Ja, und wie jede Woche starten wir natürlich mit der Sonntagsfrage in diese Umfrage, und zwar der Hochrechnung. Und da bebt es heute in einigen Parteizentralen. Die FPÖ kommt auf einen neuen Rekordwert, 34%. So hoch war die FPÖ in unserer Umfrage und in der Lazarsfeld-Umfrage überhaupt noch nie. Plus ein Prozentpunkt noch einmal gegenüber dem ohnehin schon starken Wert der Vorwoche, wo die FPÖ noch bei 33% lag. Und sie ist damit bereits 11 Prozentpunkte vor der zweitplatzierten ÖVP, die auf 23% kommt, also unter dem Nationalratswahlergebnis liegen würde. Die SPÖ ist bei 21%, gleicher Wert wie in der Vorwoche. Die Neos verlieren einen Prozentpunkt, sind jetzt wieder einstellig bei 9%. Die Grünen kommen auf 8%. Die KPÖ wäre mit 3% nicht im Nationalrat. Andere kommen auf 2%. Herr Professor Beutelmeier, diese 34% für die FPÖ, was ist da los? Wie beurteilen Sie das, und ist es ein neuer Rekordwert? Meiner Meinung nach schon, oder? Es ist ein neuer Rekordwert, und die FPÖ liegt jetzt seit Wochen stabil über 30%, und zwar deutlich über 30%. Also da ist ein neues Niveau erreicht, aber wir werden sehen, was wir hier betrachten, ist der 14-Tages-Zeitraum, die 2000er-Stichprobe, also das größte und genaueste politische Sample in Österreich. Wir werden sehen, wenn wir die aktuelle Woche betrachten, schauen die Werte durchaus ein bisschen durchwachsen aus, auch für die FPÖ. Orban, würde ich vermuten, hat der FPÖ möglicherweise gar nicht so gut getan, da Orban-Besuch, der durchaus Wellen geschlagen hat in den letzten Tagen. Also, aber insgesamt 34%, ein unglaubliches Ergebnis, ein Traumergebnis für die FPÖ. Keine Bewegung auf Platz 2 und Platz 3. Beide eng beisammen, die ÖVP knapp vor der SPÖ, aber da ist ein Nuller im Trend, und auch bei den kleineren Parteien keine große Bewegung. Also durchaus so etwas wie stabile Verhältnisse, aber das Spannende ist, diese Woche die Wochenbetrachtung, nämlich die Rohzahlen. Da werden wir durchaus sehen, da gibt es ein wenig Bewegung, und da gibt es Learnings daraus. Mhm. Dann schauen wir auf die Rohdaten. Sie haben schon angesprochen, die Rohdaten sind die aktuelle Woche. Da kommt die FPÖ auf 30%, das sind 2 Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche. Die ÖVP kann immerhin 2 Prozentpunkte zulegen, allerdings 17%, sind 13% in den Rohdaten hinter der FPÖ. Die SPÖ kommt auf 18% plus 1, die Neos auf 8, die Grünen auf 7 minus 1, KPÖ 3, und 17% würden keine dieser Parteien wählen. Herr Professor Beutelmeier. Ja, also das ist spannend, denn es gibt sehr wohl Bewegung hinter diesem 2000er-Sample, das wir soeben diskutiert haben, das besonders stabil ist und hochgerechnet ist. Jetzt, die Rohzahlen zeigen offenkundig minus 2% in den letzten Tagen für die FPÖ. Würde vermuten, dass das letztlich mit dem Orban-Besuch in Wien korrespondiert. Es ist halt doch nicht so populär, einen Anti-Europäer oder einen sehr, sehr kritischen Europäer, der gleichzeitig es auch mit der Demokratie es nicht so ernst nimmt oder zumindest Demokratie etwas anders interpretiert. Da gab es offenkundig einen negativen Beigeschmack, und den würde ich so hineininterpretieren in dieses minus 2. Das ist eigentlich überraschend. Es gibt sonst keinen Grund dafür. Und andererseits plus 2 bei der ÖVP, plus 1 bei der SPÖ. Das ist jetzt nicht die große politische Performance, die positive, aber da gibt es Gespräche. Möglicherweise kommt was raus. Die
die Erwartungshaltung ist wahrscheinlich nicht allzu groß, aber immerhin konstruktiveres Performen dieser beiden Parteien. Leichtes Plus, unverändert eigentlich die Bewertung der übrigen. Also das Minus 1 bei den Grünen möchte ich nicht kommentieren. Die sind schon sehr, sehr tief. Das Plus 1 bei der KPÖ würde immer noch bedeuten, kein Einzug in den Nationalrat. Also das ist ein Ergebnis, das unter der Schwelle liegt. Also insgesamt würde ich sagen, FPÖ muss aufpassen, mit wem sie sich umgibt. Also wenn man Küsschen zuwirft, ÖVP und SPÖ profitieren im Augenblick ein wenig so von der Stimmung. Na, möglicherweise schaffen die einen Gestaltungsmodus, möglicherweise schaffen sie gemeinsame Inhalte. Also da gibt es eine gewisse eingeschränkte positive Erwartungshaltung. Dann schauen wir gleich weiter und zwar als nächstes auf die Kanzlerfrage. Da ist Herbert Kickl nach wie vor meilenweit vorne. 35% würden ihn laut Hochrechnung direkt zum Kanzler wählen. Gleicher Wert wie in der Vorwoche. Auch bei Karl Nehammer, den würden 23% direkt wählen. Andreas Babler ebenfalls gleicher Wert wie in der Vorwoche, liegt hier auf Platz 3 mit 18%. Beate Meindl-Reisinger verliert einen Prozentpunkt, sie kommt auf 12. Und Werner Kogler zwar plus 1, aber dennoch bei mageren 5%, Herr Professor Beutelmeier. Ja, ähnlich wie die Hochrechnung, die wir eingangs gesehen haben auf der 2000er Basis, auch hier die Hochrechnung auf Basis 2000 sehr stabil, sehr unverändert. Unglaublich tolle Performancewerte von Herbert Kickl. 35% liegt da ja sogar noch über seiner Partei. Das ist aber der erste Blick. Wiederum spannend wird der zweite Blick auf die aktuelle Woche, denn da sehen wir sehr wohl eine gewisse unterschiedliche Dynamik und da gibt es einiges zu interpretieren. Aber noch einmal zurück zur 2000er Stichprobe. Was wir hier sehen, der Vorsprung ist enorm. Also 35% liegt die Latte derzeit der FPÖ oder legt die Herbert Kickl die Latte. Der amtierende Kanzler Karl Nehammer mit mageren 23% schaut dadurch durchaus eher ärmlich aus vom Ergebnis, ganz zu schweigen von Andreas Babler mit 18%. Also keine berauschenden Werte, wirklich Top-Werte. Herbert Kickl, aber Karl Nehammer als auch Andreas Babler haben längst hier die Verfolgungsjagd verloren und laufen hinterher und bringen keine anständigen Werte zusammen. Dann schauen wir uns die Rohdaten der Kanzlerfrage noch an. Und zwar sieht das so aus, da kommt Herbert Kickl auf 25%. In den Rohdaten verliert er 3 Prozentpunkte gegenüber der Vorwoche. Also das ist schon ein merkbares Minus. Karl Nehammer kommt hier auf 17%, minus 1. Andreas Babler immerhin plus 1, liegt bei 14% in den Rohdaten. Beate Meindl-Reisinger kommt auf 8%, minus 1. Und Grünen-Chef Werner Kogler kommt auf 4%, gleicher Wert wie in der Vorwoche. 32%, also fast ein Drittel und 4 Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche, wollen keinen dieser Kandidaten zum Kanzler oder zur Kanzlerin wählen, Herr Professor Beutelmeier. Ja, die Rohdaten sind diese Woche besonders spannend. Wenn man die Kanzlerfrage auf dieser aktuellen Woche nicht hochgerechnet zeigt, dann ist erschütternd, dass die letzte Kategorie angewachsen ist um 4 Prozentpunkte diese Woche. Also 32%, ein Drittel der Österreicher sagt, keiner dieser abgefragten Personen ist wirklich ein Kanzler oder steht qualitativ für einen Kanzler. Also es ist eine tiefe Enttäuschung auf der Personenebene festzustellen. Also das ist unverändert, das messen wir ja schon geraume Zeit. Und jetzt sehen wir durchaus unterschiedliche Entwicklungen. Und wir sehen auch das, was wir bei der FPÖ in der aktuellen Woche gemessen haben, hier auch bei Herbert Kickl minus 3%. Das erste Mal so ein deutlicher Rückgang. Und ich würde sagen, da spielt Orban eine Rolle. Es macht eben doch etwas aus, mit wem man sich intensiver abgibt medial. Orban dürfte nicht der große Sympathieträger in Österreich sein und da färbt was ab. Deshalb vermute ich, diese minus 3%, die doch deutlich sind und die nicht hineinpassen in die Siegesserie der FPÖ und von Herbert Kickl. Nun, was tut sich bei den anderen? Wenig Prinzip Karl Nehammer hält, minus 1 will ich nicht überinterpretieren. Andreas Babler legt leicht zu, auch dieses plus 1 ist nicht überzuinterpretieren, aber noch einmal Sorgen muss machen, dieser enorm hohe Pegel der 32% an Österreichern, die sagen, keiner dieser
abgefragten Persönlichkeiten ist für mich der ideale Kanzler. Ja, und jetzt wird es gleich sehr spannend. Die Koalitionspräferenzen hat die Lazarsfeld-Gesellschaft diese Woche abgefragt. Und da sehen wir, die Österreicher wünschen sich noch immer, zumindest eine relative Mehrheit, FPÖ, ÖVP, 28% sagen, das wäre ihre Lieblingskoalition, allerdings 1 Prozentpunkt weniger als bei der letzten Umfrage. Die Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS, die derzeit ja sondiert wird und die wahrscheinlichste ist, kommt jetzt immerhin schon auf 24%, kann also einen Prozentpunkt zulegen, ist damit die zweitbeliebteste Variante. Dahinter liege eine Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und Grünen, die sich die ÖVP ja noch ein bisschen als Atu aufhält, um die NEOS hier auch im Poker etwas runter zu verhandeln. 14% würden sich für so eine Koalitionsvariante aussprechen, 2 Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche. 8% wären für eine blau-rote Koalition aus FPÖ und SPÖ, ebenfalls 1 Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche. Und eine ÖVP-SPÖ-Koalition, die ja nur ein Mandat Mehrheit im Parlament hätte, die wollen überhaupt nur 6%, das sind 3 Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche. 16% machen keine Angabe. Herr Professor Beutelmeier, was sagt uns diese Grafik? Ja, auch dieses Ergebnis ist bemerkenswert, denn eigentlich sollte ja die normative Kraft des Faktischen wirken. Es wird ja diese ÖVP-SPÖ-NEOS-Trilogie, diese Dreierkoalition längst als sehr realistisch, als absolut relevant diskutiert medial. Und es könnte man meinen, wenn das so ist, wenn man das so als Faktum, als politisches Faktum in den Raum stellt, dann müssten die Werte auch anziehen, sollten sie anziehen. Deshalb finde ich die 24% eigentlich enttäuschend niedrig, auch wenn ein Plus 1 davor steht. Da tut sich wenig. Die relative Mehrheit ist nach wie vor im FPÖ-ÖVP-Konstrukt zu finden, auch wenn hier ein leichtes Minus davor ist. Die Mehrheit sagt, das ist meine Wunschversion. Und ich gebe zu bedenken, wir haben letzte Woche ja darüber diskutiert, wir haben gefragt, hat der Bundespräsident sich richtig klug verhalten oder hätte er das anders machen sollen? War das gut oder war das weniger gut? Und da sagen 39%, er hat es richtig gemacht mit seinem Arbeitsauftrag an Karl, Regierungsbildungsauftrag an Karl Nehammer. Und immerhin der Restwert, nahezu 60% sind unentschieden oder sagen, nein, das war keine so gute Lösung vom Bundespräsidenten. Also wir sehen, da ist Sand im Getriebe, das schaut nicht sonderlich gut aus. Und 24%, wiewohl man diese Variante als Zukunftsvariante diskutiert, sehr ernst in Betracht zieht, sind eigentlich enttäuschend niedrige Zustimmungswerte. Schauen wir auf die Vertrauenswürdigkeit der Parteien. Auch da muss man sagen, sieht es nicht sehr rosig aus. Die ÖVP ist für 56% nicht vertrauenswürdig, sogar noch einmal 1 Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche. 22% sagen nur, die ÖVP ist eher vertrauenswürdig. Die SPÖ ist für 50%, jeder Zweite, der sagt, sie ist nicht vertrauenswürdig, jeder Vierte, 25% hält die SPÖ für eher vertrauenswürdig, minus 1 Prozentpunkt. Die FPÖ rutscht jetzt wieder stärker in den roten Bereich. 61% sagen in dieser Woche, sie ist nicht vertrauenswürdig. Das sind gleich einmal 4 Prozentpunkte mehr als noch in der Vorwoche. Und nur noch 26%, minus 3 Prozentpunkte, halten die FPÖ für eher vertrauenswürdig. Die Grünen, die sind für 60% nicht vertrauenswürdig, minus 2. 19% halten sie für eher vertrauenswürdig. Und die NEOS sind für 49% nicht vertrauenswürdig, plus 1. 21% halten sie für eher vertrauenswürdig, minus 2%, Herr Professor Beutelmeier. Ja, die Vertrauensbilanz ist eigentlich relativ stabil, wiewohl es doch ein paar markante Ergebnisse gibt. Das markanteste Ergebnis finden wir bei der FPÖ. Hier saldiert die Veränderung auf minus 7%, wenn man wiederum beide Achsen aufrechnet, nämlich die positive Veränderung als auch die negative Veränderung, also der Misstrauenszuwachs von plus 4% und der Abbau an Vertrauenswürdigkeit von minus 3%, ergibt einen Saldo von minus 7%.
Prozent. Also da sieht man noch einmal, das hat der FPÖ nicht gut getan. Also dieses Shake Hand mit Orban, das Hofieren des Orban, das hat nicht die Werte nach oben poliert, sondern das hat eher eine kritische Stimmung verursacht. Durchaus gibt es eine zweite Partei, die Woche etwas gelitten hat. Das sind die Neos, die ja als Reformpartei angetreten sind und wahrscheinlich können sich zunehmend weniger Österreicher vorstellen, dass mit ÖVP und SPÖ als Regierungspartner Reformen gelingen werden. Also auch da mit minus 3% ein deutlich negativer Ausschlag. Keine Veränderung der Werte bei ÖVP und SPÖ im Großen und Ganzen. Und dann schauen wir uns noch die Vertrauenswürdigkeit der Politiker an. Wie vertrauenswürdig ist die österreichische Bundesregierung? Hier sagen 51%, sie ist nicht vertrauenswürdig. Immerhin 2 Prozentpunkte besser als in der Vorwoche. 21% plus 1 halten sie für eher vertrauenswürdig. Bundeskanzler Karl Nehammer, gleicher Wert wie in der Vorwoche. 55% sagen, er ist nicht vertrauenswürdig. 24% halten ihn für eher vertrauenswürdig. Vizekanzler Werner Kogler ist für 56% nicht vertrauenswürdig. 20% plus 1 halten ihn für eher vertrauenswürdig. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, da sagen jetzt 44%, dass er nicht vertrauenswürdig ist, minus 1. 39% halten den Bundespräsidenten für eher vertrauenswürdig. Und die Oppositionsparteien, die sind für 46% nicht vertrauenswürdig, minus 1. Und 15% halten sie für eher vertrauenswürdig, ein Plus von einem Prozentpunkt, Herr Professor Beutelmeier. Ja, bei der Vertrauenswürdigkeit der Politiker, der Personen ebenfalls eher eine ruhige Woche, keine großen statistischen Ausschläge. Spannend jedoch, dass sich der Bundespräsident jetzt nicht verbessert hat. Üblicherweise ist der grüne Balken beim Bundespräsident etwas dominanter, etwas stärker, ist ein Vierer zumindest vorn, überwiegt die eher vertrauenswürdig Abstufung oder Einstufung. Jetzt sind die Werte schlechter geworden, nämlich vor einer Woche circa, und die kritische Beurteilung des Bundespräsidenten hält an diese Woche. Also das wäre wahrscheinlich das spannendste Ergebnis, dass zwar keine weitere Verschlechterung seiner Werte da ist, aber die Negativbilanz hält sich jetzt schon über 14 Tage. Ja, und auch die Negativbilanz der österreichischen Demokratie hält sich leider. Wie zufrieden sind Sie mit der Demokratie in Österreich? Weiterhin katastrophale 49%, also jeder Zweite, der sagt, er ist unzufrieden mit der Demokratie in Österreich, und nur 21% sind zufrieden. Das sind überhaupt noch einmal 2 Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche. Ist nur noch jeder Fünfte. 30% beurteilen die Demokratie in Österreich als mittelmäßig. Ja, das ist ein ernüchterndes Ergebnis und das ist furchtbar. 49%, die unzufrieden sind, weil es hier um die Frage geht, wie gebären sich die Parteien, wem gehört der Staat? Nicht den politischen Parteien, sondern uns Österreichern. Und da ist offenkundig einiges in Schieflage geraten und das Ergebnis daraus bildet sich in diesem Ergebnis oder wird sichtbar in diesem Ergebnis. Also 49% unverändert kritische Beurteilung der praktizierten Demokratie in Österreich. Ja, und ganz zum Schluss noch die Zusammenarbeit der österreichischen Bundesregierung, beurteilen 57%, also weiter ein extrem hoher Wert, als schlecht. 39% sagen sogar sehr schlecht und nur noch 18% sagen, diese Bundesregierung arbeitet gut zusammen. Ja, das sind blamable Werte und sehr häufig taucht ja dann das Argument auf, aber in Deutschland läuft es noch schlechter. Ich weiß nicht, ob wir in diesem Punkt wir uns an Deutschland orientieren sollten, aber wenn wir so weiter tun, läuft es bei uns auch noch viel schlechter. Das ist eigentlich eine Situation, wenn jetzt die Neos noch dazukommen, habe ich schon einmal gesagt, dann müsste man die Meindl-Reisinger zur Bundeskanzlerin küren, denn offenkundig die derzeitige Koalition hat es nicht geschafft, inhaltlich nur annähernd das weiterzubringen, was ansteht. Und es ist höchst zweifelhaft und die Österreicher glauben auch nicht daran, dass es jetzt in der Kombination, in dieser quasi Neukonstellation wirklich zu Reformen, wirklich zu Veränderungen, wirklich zu einer relevanten Zukunftsarbeit kommt. Also Zukunft ist Abenteuer, ist eine positive Aussage von Karl Popper. Es wird ziemlich viel Abenteuer bleiben und hoffentlich wird sich einiges zum Positiven wenden. Im Augenblick jedoch scheint das politische Risiko eher zuzunehmen.
Ja, das war unser erster Teil der heutigen Umfrage. Ganz kurze Werbepause, dann schauen wir auf die Themen und vor allem auch, wie es der österreichischen Wirtschaft geht. Zumindest wie die Österreicherinnen und Österreicher das beurteilen. Gleich mehr dazu nach einer ganz kurzen Werbepause. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Umfrage der Woche. Schönen guten Abend, willkommen zurück zu unserer Umfrage der Woche der Lasersfeld-Gesellschaft. Ganz aktuell und die analysieren wir auch im zweiten Teil natürlich mit dem Präsidenten der Lasersfeld-Gesellschaft, Professor Werner Beutelmeier. Noch einmal schönen guten Abend nach Linz. Ja, guten Abend. Und wir haben heute schon im ersten Teil darüber diskutiert, dass die Stimmung der Österreicher, was die Politik anbelangt, wirklich tief betrübt ist. Man macht sich gewaltige Sorgen, wie es weitergeht politisch, wie es mit der Demokratie weitergeht, ob die Regierungsarbeit, wie immer die zukünftige Regierung aussehen mag, auch wirklich die anstehenden Reformen anpackt. Also und wir werden jetzt im zweiten Teil sehen, warum man sich Sorgen macht. Denn es gibt berechtigte Ängste aus Perspektive der Österreicher. Dann schauen wir gleich einmal auf unsere erste Frage. Das ist wie immer die Teuerung. Wie spürbar sind die Auswirkungen der Teuerung für Ihren Haushalt? 70% sagen hier noch immer spürbar. Nur ein ganz leichter Rückgang zur Vorwoche. 36% sagen sogar sehr spürbar. Und auf der anderen Seite nur 8%, die der Meinung sind, es ist nicht spürbar für Sie. Immerhin, es sind 2 Prozentpunkte mehr als noch vergangene Woche, Herr Professor Beutelmeier. Ja, die Haltung, die Teuerung wird sich von selbst erledigen und die Inflationsrate geht ja eh runter, wobei Teuerung und Inflationsrate nur so bedingt zusammenhängen, stimmt eben nicht. Die Teuerung ist zu einem Trauma der österreichischen Gesellschaft geworden und 36% sehr spürbar bedeuten, dass fast 2/5 der österreichischen Haushalte enorme Sorgen haben, durchzukommen, enorme Sorgen haben, ihr Leben zu bestreiten. Also das finanzielle Auskommen ist ein Thema und wie gesagt, die Teuerung ist längst jetzt keine Stimmung mehr, sondern das ist ein Trauma geworden, das viele Fragen offen lässt. Dann schauen wir auf das Ausgabeverhalten. Wie wirkt sich die Teuerung auf Ihr Ausgabeverhalten aus? 47% wollen weniger Geld ausgeben, 10% wollen mehr Geld ausgeben, 40% sagen, sie werden gleich viel Geld ausgeben, Herr Professor Beutelmeier. Ja, dieses Trauma wirkt sich natürlich beim Konsumverhalten aus und die Ausgabebremse wirkt voll, wiewohl wir jetzt in die wichtigste Zeit des Jahres für den Handel kommen. Das Weihnachtsgeschäft steht an, also da sollte der Rubel rollen. Er wird aber nicht rollen. Wir werden weniger Geld ausgeben, 47%. Das heißt, die Binnennachfrage, der Markt springt nicht an und wir haben sogar noch die Gefahr, dass möglicherweise auch die Exporte sich enorm erschweren könnten aufgrund möglicher Maßnahmen, die Trump setzen könnte. Also insgesamt rückt die Rückkehr der Konjunktur, die Rückkehr des Wachstums in weitere Ferne. Wie sehen die nächsten 12 Monate aus? Sind Sie eher optimistisch, pessimistisch oder unentschieden? Und das ist leider ein sehr negatives Bild, das wir hier sehen. Nur noch 28% sind optimistisch, 3 Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche. Aber bereits 49% sagen, sie sind pessimistisch. Also jeder zweite ist das fast schon. Plus 3 Prozentpunkte, 23% sagen unentschieden. Ja, Eiseskälte in der Gesellschaft, enorme Sorgen, ein desaströser Optimismuspegel, denn dieser Optimismuspegel signalisiert, wie ein Early Bird, ein Frühindikator, wenn es aufwärts geht. Aber da müsste der Wert anspringen, kräftiger anspringen, einmal über 40% springen. Das tut er aber nicht. Das heißt, wir verharren in dieser derzeitigen misslichen Lage und es kommt keine Bewegung rein in die Märkte, in die Wirtschaft, in die Gesellschaft. Also wir haben ein sehr, sehr angespanntes Stimmungsklima derzeit. Es ist ein sehr, sehr unterkühltes Meinungsklima und der Optimismus als wichtiger Wirtschaftsindikator kommt einfach nicht vom Fleck. Das ist dramatisch. Dann schauen wir noch auf die Lebensqualität. Wie bewerten Sie Ihre persönliche Lebensqualität im Vergleich zum Vorjahr? Da sagen nur 18%, dass sie besser geworden ist, auch 2 Prozentpunkte schlechter als noch vor einer Woche. 33%, jeder Dritte sagt, sie ist sogar schlechter geworden, plus 1. 49%, fast jeder Zweite meint, sie ist gleich geblieben, ebenfalls plus 1.
Ja, keine Veränderung der Lebenslage, keine Bewegung nach oben. Im Gegenteil, es besteht eher die Befürchtung, dass es weiter nach unten geht. All das spiegelt die augenblickliche Gefühlswelt der Österreicher wider. Und da muss man sich als Politiker Sorgen machen. Denn derzeit ist die Hoffnung gering, dass sich in absehbarer Zeit etwas ändern wird. Mhm. Dann schauen wir noch auf die österreichische Wirtschaft. Wie gut ist es derzeit um Österreichs Wirtschaft bestellt? 51% sagen schlecht, 1 Prozentpunkt mehr als noch in der Vorwoche. 20%, jeder Fünfte, sagt sogar sehr schlecht. Und nur noch 14% minus 1 sind der Meinung, dass es gut um Österreichs Wirtschaft steht. Das sind keine guten Aussichten für die nächsten Monate. Ja, Wirtschaft in der Krise. Und wenn man aktuelle Analysen verfolgt, dann besteht ja durchaus das Risiko, dass durch Zölle, die Trump immer wieder andiskutiert hat, sich die Exportaussichten in die USA verschlechtern könnten. Und da gab es heute Zahlen, dass wir also rund 15 Milliarden exportieren, österreichische Produkte in die USA, wir aber andererseits nur um 8 Milliarden einkaufen. Dieses Ungleichgewicht ist Trump ein Dorn im Auge und da könnte es noch viel schwieriger werden, an diese bisherigen großen Exporterfolge der österreichischen Industrie anzuknüpfen. Also die Wirtschaft ist in der Krise und das zweite Phänomen, das wir derzeit haben, wir haben dieser Tage ein Ergebnis veröffentlicht, da haben wir die Frage gestellt, angenommen du gewinnst in der Lotterie 70.000 Euro, was würdest du machen? Diese 70.000 Euro erklären sich aus der Schillingwelt, wir haben das nämlich einmal abgefragt, 1999. Und wir wollten wissen, wie verändert sich das Ausgabeverhalten? Und da gibt es ein klares Ergebnis. Wenn man 70.000 Euro zur Verfügung hätte, den Lottogewinn machen würde, dann fließt da im Vergleich zu 1999 nicht mehr oder deutlich weniger in die Renovierung der eigenen vier Wände, in Möbel, in Wohnen, in Eigentumserwerb etwas kaufen, sondern man würde mehr auf die Seite legen, sparen. Also das ist ein deutliches Zeichen, wie stark die Angst ausgeprägt ist. Sparen, mehr sparen, Angst sparen steigt um fast 20 Prozentpunkte an. Das ist irre. Und das Zweite ist, man würde Gold kaufen derzeit. Auch hier ein kräftiger Anstieg. Der einzige konsumtive Bereich, der sich positiv verändert, ist Reisen machen. Also ganz, ganz interessant, also auch diese, ist ein völlig anderes Ergebnis, aber durchaus im Kontext zu sehen mit dieser Einschätzung der Wirtschaft in der Krise in Österreich, all das zeigt, also wir sind in einem hartnäckigen Tief und es ist wirklich derzeit nichts in Sicht, aber schon gar nichts, wann es aufwärts gehen sollte, im Gegenteil, es verstärken sich Indikatoren, dass es möglicherweise 25 weiter bergab geht. Dann schauen wir auf den Ukraine-Krieg. Da hat der Präsident, der neu gewählte Präsident Donald Trump in Amerika angekündigt, er wird diesen Ukraine-Krieg 24 Stunden nach seinem Amtsantritt beenden. Ob es dann wirklich so schnell geht, das werden wir sehen. Die Österreicher sind auf jeden Fall noch immer der Meinung, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges für ihren Haushalt bedrohlich sind. Das sagen nämlich 43%, immerhin 2 Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche. Und 19%, aber auch das ist 1 Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche, stufen das als nicht bedrohlich ein. Ja, also die Ukraine-Situation belastet die Wirtschaft und die Gesellschaft sehr. Das ist eine enorme Belastung und ein enormer seelischer Druck. Also da gibt es ein Mitleben, da ist immer noch, sind die Aufmerksamkeitswerte sehr, sehr hoch bei diesem Thema. Sollte es Trump gelingen, hier einen Lösungsweg zu finden, ohne dass Putin an der polnischen Grenze steht, ich meine, natürlich, ich sage aufgeben, wäre natürlich eine Variante, die eine katastrophale Wirkung für Europa hätte und für die Welt hätte letztlich. Aber sollte man hier eine Lösung finden, wo die Interessen der Ukraine durchaus gewahrt bleiben, beispielsweise durch Freischalten also der Raketenbewaffnung, derzeit darf ja die Ukraine die Lufthoheit nicht nützen, die sie nützen könnte, dann passiert hier etwas. Also es wird da möglicherweise einiges in Bewegung kommen. Warten wir es ab. Aber derzeit lastet der Krieg schwer auf der Seele der Österreicher und der Europäer.
Schauen wir noch zum Klimawandel. Wie bewerten Sie die Veränderung des Klimas auf der Erde? 55% sehen das negativ, 2 Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche, 28% sagen sogar sehr negativ und dem stehen 9% gegenüber, die das positiv sehen, 36% sagen neutral. Ja, der Klimawandel ist ein Thema, aber er ist nicht das zentrale Thema. Und ich glaube, da muss Europa jetzt einmal nachdenken, ob wir weiter hier mit 150 km/h in Richtung neuer Energien und Neuaufstellung im Klimathema unterwegs sind und gleichzeitig aber unsere Lebensgrundlagen zerstören. Oder ob wir hier auf einen anderen Faden kommen, der letztlich es ermöglicht, dass auch die Wirtschaft sich weiterentwickeln kann. Also der Klimawandel ist nur ein Thema von vielen Themen, aber nicht das primäre Thema aus Sicht der Bevölkerung. Ja, eines der Hauptthemen und sicher derzeit das primäre Thema, das ist die Zuwanderung. Das sehen wir in der nächsten Grafik. Wie bewerten Sie die Zuwanderung bzw. Migration nach Österreich? 59% sagen negativ. Das sind 4 Prozentpunkte noch einmal mehr als in der Vorwoche. Da nähern wir uns schon langsam schon einer Zweidrittelmehrheit. Und 35% sagen sogar sehr negativ. Demgegenüber stehen überhaupt nur noch 15%, die Zuwanderung nach Österreich als positiv bewerten. Und 26% sagen neutral, 3 Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche. Also dieser Shift, der geht immer mehr ins Negative bei der Zuwanderungsfrage. Es gibt zwei Themen. Das eine Thema ist die Teuerung und da haben wir auf der Topbox 36%, sehr negativ. Und bei der Zuwanderung haben wir 35%, sehr negativ, Topbox. Das sind also die Kernwerte, die ganz spannenden, aussagekräftigen Zahlen. Das heißt, diese zwei großen Themenkreise sind zu lösen und die werden offenkundig derzeit nicht in den Griff bekommen von der Politik. Und das löst also die hohe Frustration der Österreicher aus. Ja, dann haben wir noch das Thema Sicherheit. Wie sicher fühlen Sie sich persönlich? 21% sagen unsicher plus 1, aber immerhin noch 46%, die sagen, ich fühle mich sicher. 33%, jeder Dritte sagt teils, teils. Sicherheit ist Lebensqualität. Österreich ist ein sicheres Land, hat hohe Sicherheitsbewertungen. Allerdings, Vorsicht, 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 es ist seit Wochen eine leichte Erosion der Sicherheitswahrnehmung festzustellen. Und dann haben wir zum Abschluss noch den Lebensstandard. Können die Österreicherinnen und Österreicher das bisher Erreichte ihrer Meinung nach eher ausbauen, sagen 7% minus 1, eher halten, sagen 42% plus 3 und eher nicht halten, sagen 51%, also mehr als jeder Zweite, aber immerhin 2 Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche, Herr Professor Beutelmeier. Ja, der Substanzverlust, der befürchtete Substanzverlust, der Abbau an Lebensstandard scheint sich fortzusetzen. Das ist die große Sorge der Österreicher, dass unterm Strich weniger übrig bleibt oder dass die Kinder das nicht managen können, was sie erben oder was sie überantwortet bekommen. Und ich sage immer, der Blick nach Deutschland, so nach dem Motto, bei uns läuft es eh noch besser als in Deutschland, da müssen wir aufpassen, dass es nicht in die andere Richtung geht, dass es bei uns sehr, sehr rasch, wenn nicht wirklich deutliche Zeichen gesetzt werden, Reformen durchgeführt werden, dann wird es sehr rasch noch schlechter laufen, auch bei uns als in Deutschland. Also insgesamt sind wir auf einem Scheideweg, das Hoffen und Warten, dass sich Konjunktur von selbst einstellt, das ist derzeit überhaupt nicht angebracht. Und auch die großen Wirtschaftsforscher, ich glaube, Felbermayr hat dieser Tage auch gesagt, also es verdüstern sich derzeit alle Perspektiven, dass Konjunktur in absehbarer Zeit kommen wird. Es gibt überhaupt keine Hinweise, es gibt überhaupt keine Grundlagen, die eine Verbesserung der konjunkturellen Situation erwarten lassen. Eher von einer Verschlechterung ist derzeit auszugehen. Ja, vielen Dank. War eine sehr spannende Umfrage diese Woche und bei uns geht es jetzt gleich weiter und zwar mit der Analyse dieser Umfrage. Peter Westenthaler und Josef Czapp sind gleich zu Gast im Studio bei unserem Wahlbarometer und werden diese Daten politisch einordnen. Ganz kurze Werbepause, dann geht es gleich weiter. Schönen guten Abend nach Linz.